Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Minecraft. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Tja, in der letzten Episode haben wir eine Rückholaktion gestartet, die zwei Papageien zurückgeholt und ja auch ein Lama gefunden, welches ein anderes Lama gefunden hat. Ich wusste gar nicht, dass sich Lama gegenseitig folgen, aber cool. Jedenfalls haben wir wieder eine Leine, mal sehen, was wir so finden. Ich würde sagen, wir erkunden mal das Meer, das hier so gibt. Wir haben ja eigentlich hier geradeaus eigentlich ziemlich viel erkundet. Von dort habe ich ja auch meinen Esel von ziemlich weit weg. Und ja auch einen Sattel gefunden in diesem einen Dorf. Da gehen wir immer rauf. Was halt wirklich nice wäre, wenn eine Wüste wegen den Kakteen. Aber ja. Na, da ist wie immer Eis als Eis. Okay, wir waren ein bisschen weiter hier auch schon mal. Aber ja, auch nichts Großes, ne? Eigentlich nur am Anfang, um die Karte sozusagen, die wir haben, aufzudecken. Sonst ist hier auch nicht viel passiert. Das ist einfach nur eine fette Küste und leider keine Wüste. Da ja, Eisberge. Sehr, sehr viele Eisberge. Sonst ist hier eigentlich nicht viel los, wenn man denkt. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter weg. Ja, eigentlich hauptsächlich Eis. Na, da haben wir ein Dorf. Jetzt bin ich mir nicht sicher, war ich bei diesem Dorf oder nicht. Ja, sicher war ich bei diesem Dorf. Eigentlich müsste ich dort gewesen sein, weil da war ich. Also müsste ich auch bei dem Dorf gewesen sein, aber ich sehe lieber nochmal nach. Besser einmal mehr nachzusehen als einmal weniger. Ja, ein bisschen erkunden, würde ich mal behaupten. Kann nicht schaden. Eigentlich, wenn man so denkt, habe ich ziemlich viele. Oh. Alter, das sind zwei Dörfer so nah. Also bei dem war ich mal bestimmt. Aber bei dem da hinten bestimmt nicht. Hey. Ja, vielleicht finde ich noch einen Sattel. Wäre auch cool. Ich glaube, bei dem Dorf war ich. Das war eigentlich nur so ein langgezogenes Dorf. Genau wie dieses hier. Okay. Hey, ich wusste gar nicht, dass Händler-Lamas auch in Braun gibt. All nice. Oh, das ist eigentlich ziemlich selten, wenn ein Dorf sowas hat. Cool. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal um, ob die irgendwas Interessantes haben. Wenn ja, nehmen wir es mit. Wenn nein, dann halt nicht. Ah, Fässer. Hallöchen, Hallöchen, alles klar bei euch? Ah, ist schon bald am Untergehen. Ah, auch nichts. Aber solche Dörfer sind schon nice, muss man sagen. Also. Eigentlich schon nice gestaltet so. Und die Minecraft-Musik immer wieder nice. Ha? Ah, der Rüstungsschmied, okay?
Hey, was hast denn du eigentlich so? Rote Beete-Samen, nee, hey, die wären nice. Putzol, ja, okay. Feuerkrallenblock, okay. Nicht so unnice, muss man ehrlich sagen. Sollte bald abhauen. Boah, das für die Dorfbewohner hier stressig wird, wenn ich hier bin. Okay, da war ich jedenfalls schon, da habe ich ziemlich alles anscheinend ausgeraubt. Aha. Okay. Jetzt werden die Dorfbewohner hier angegriffen. Muss ich ehrlich sagen, das möchte ich jetzt unbedingt nicht. Daher werde ich mich sozusagen verschissen. Bisschen weiter weg. Damit wirklich bei denen hoffentlich nichts spawnt. Ich will ja nicht, dass da gleich was wirklich mal nice wäre. Was ich noch nie gesehen habe, wäre so ein Zombie-Dorfbewohner-Dorf. Also so ein Zombie-Dorf. Habe ich ehrlich gesagt noch nie in Minecraft gesehen. Die Chance ist jetzt eigentlich nicht mal so niedrig, was ich weiß. Finde ich nur irgendwie schade, dass ich eigentlich noch keins gesehen hab. Ein Kartentisch. Jojo, ich hau wieder ab. Sonst habe ich hier ziemlich alles schon gesehen. Ist wieder ein Kartentisch? Ja, wirklich. Ja, da war ich. Aber ich habe damals, wie ich hier war, nicht gesehen, dass da noch ein anderes Dorf ist. Von dem her eigentlich ziemlich nice, muss man sagen. Ja, und da gibt es eigentlich nichts. Da ist gerade am Tränke machen. Man muss sagen, Alter, wie krass eigentlich. Hier hört dieses Dorf sozusagen auf. Da drüben ist schon ein anderes. Es ist eigentlich nice. Es ist ja wirklich nice. Was für ein Loch auf einmal einfach nur. So als ob hier ein richtiger Krater sozusagen. So ein Komet, so ein Asteroid oder sowas. Eingeschlagen. Ja, das Dorf ist, glaube ich, ja, jetzt nicht das größte, aber geil. Zwei Dörfer so nah beieinander. Alter. Nice. Finde ich, ehrlich gesagt, richtig nice. Jetzt musst du nur noch gutes Zeug haben. Und dann am besten noch einen Sattel. Ah, der hat sogar eine Schmiede. Richtig nice, Alter. Ja, hallo, hallo. Ich bin irgendwie neu hier. Du bist der Schmiedetyp, habe ich gehört. Alter, für 15 Kohle in Smaragd. Alles klar bei dir? Was zu der Truhe? Oh, und ein Sattel, Alter. Ich bin ein Lacker, verdammt nochmal. Ich bin ein richtiger Lacker. Schöner Sattel. Zwei Äpfel, ne Eisen. Alter. Eisenspitzhaken. Alles da. Alles da, mein Freund. Mach weiter so, mach weiter so. Alter, hat Obsidian, der Typ.
Großen. Größeres Herrenhaus, hm? Oh. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat sogar eine Schmiede, wie nice. Wie nice einfach nur. Ja, cool. Hey, Katzen. Also, die haben sogar solche Marktstände. Ja, wie nice. Die Fässer ist irgendwie nie was drin. Ich mach jetzt so, Junge. Bevor wir hier ein Problem bekommen. Ja, nice. Ein größeres Häuschen. Oh, ja, lies deine Bücher anders als Normalos soll das machen. Oder was? Hier unten ist ein Feld. Okay. Warte, wie viele von diesen Häusern gibt es hier? Das ist schon das dritte. Sieht cool aus, wenn es größere Häuser, aber gut, also so ist nicht, ne? Oh, hallo. Nein, in Fässern ist nie was. Aber gut, ich habe einen Sattel gefunden, also ich bin schon mal froh. Mehr als ich mir eigentlich erwartet habe. Obsidian auch noch? Kann man eigentlich nicht sagen. Kann man eigentlich echt sich nicht beschweren. Ist nicht mal so ein kleines Dorf. Alter, das sieht nice aus. Ja, okay, der hat nicht so viel Zeug, aber hey. Der hat fast eine ganze Lederlüssi. Hey, alles klar. Wow, es geht hier ab. Che. Du bist ja toll gespawnt. Alter, was? Ja. Richtig. Aber nice ist aus. Das ist ein schön großes Haus dabei. Schön Kartoffeln hast du dabei. Nice, ein paar Brote nehme ich auch gern mit. Ein Buch, okay. Löwenzahn. Zwei Eichensetzlinge. Ja, jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche, aber hey. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Ne? Ein cooles Haus, Mann. Das Dorf ist eigentlich in dem Sinne cool, weil es hey, habt ihr euer Dorfbewohnerzeug gemacht, oder was? Geh einfach hier weg, Mann. Ja. Das tun wir einfach. Wahnsinn. Ja gut, da sind noch zwei weitere Häuser. Das Dorf hat ein paar große Häuser, das ist, finde ich, interessant. Ziemlich nice auch. Hat den Sattel, also kann ich mich nicht beschweren. Bloß ich ist hier nur, hier sind keine Dorfbewohner mehr. Sind alle da unten. Aber gut. Ah, Sonnenblumen. Alter, ich hab keine. Ja, Löwenzahn und Eichensetzlinge, ihr müsst weg.
gibt hier jetzt was Wichtiges. Und das sind... ein paar davon. Oh, wie nice. Sonnenblumen. Die habe ich noch nicht. Oh, nice. Richtig nice. Oh, das sind ein paar so kaputt gegangen. Sieht aus wie Blumenwiese mäßig hier. Finde ich gut. Finde ich gut hier. Ja. Schnell mal schlafen. Fast weit weg. Kannst du nachts. Ist ja schon fast so weit. Alter, wie krass. Eine fette Birke. mit einem Bienennest. Wie nice. Ja, finde ich echt cool hier. Ach, komm schon. Ja, ein paar Sonnenblumen. Finde ich auch gut. Sonnenblumen sind immer nice. Eigentlich ziemlich cool hier, wenn man so denkt. Was ich nur machen werde, ich werde die Kartoffeln essen. Das werde ich jetzt einfach mal tun. Damit ich ein wenig Platz schaffe. Das ist eigentlich nur zwei Platz, aber... Ja, Sattel, wie nice, wie nice. Richtig nice, richtig nice. Ja, gut. Dass ich hier gerade noch Sonnenblumen auch noch finde, ist natürlich richtig luckig. 20 sind genug, würde ich sagen. 20 sind genug. Ja, dann erkunden wir hier wenig noch. Okay, vielleicht nehme ich mich hier und da noch eine mit, wenn ich schon mal hier so laufe. Sonnenblumen finde ich cool. Vielleicht mache ich auch zu Hause einfach nur so ein Sonnenblumenfeld einfach nur, weil halt, ja. Weil halt, wieso nicht? Ah, da hinten sind Kürbisse. Okay, auch cool. Ah, das sind sogar noch mehr, das sind richtig viele Sonnenblumen hier eigentlich. Wenn man so denkt, richtig viel. Hier auch noch eine. Vielleicht 32. Ja, das. Also 32 sollten wirklich reichen. Ja, finde ich krass, zwei Dörfer eigentlich nebeneinander. Und beide hatten einen Sattel. Das ist schon irgendwie cool. Ah ja. Vielleicht gehe ich mal hier rauf, um mal zu sehen, was es hier so gibt in der Umgebung. Ich weiß jedenfalls, jenseits von diesen Bergen ist das andere Dorf. Das weiß ich. Ah, finde ich nice hier. Weil hinter diesen Bergen sind ja diese Akazien. Das weiß ich. Und hier ist eigentlich eine richtig große Ebene eigentlich.
Ja, hier wird eher mehr dann nur Wald sein. Vielleicht sollte ich die Ebene hier ein wenig erkunden. Ja, was ich auf alle Fälle wirklich gebrauchen könnte, wäre wirklich eine Wüste, Alter. Eine verdammte Wüste könnte ich echt gebrauchen, Alter. Was für ein fetter Berg, Mann. Er hat ja sogar noch ein Tal dazwischen, das wäre dann wirklich richtig nice. Oh, der sieht richtig mächtig aus. So, jetzt brauche ich schon das Brot. Man muss sagen, hier sieht es eigentlich relativ nice aus. Kann man nicht sagen. Der Berg ist natürlich gigantisch. Ich denke mir immer bei solchen Sachen, wie geil wäre es, wenn das so ein Berg wäre. Noch so ein schönes Tal hat. Nee, sag mir nicht, hier ist wieder ein Dorf. Alter, hier sind... Da ist ein Dorf, da ist ein Dorf und hier ist ein Dorf. Alter, wie geil ist das denn? Und das noch... In der Nähe von diesem fetten Berg, Alter. Also da muss man schon zugeben, das ist schon ein geiler Spot. Wow, Alter, Berghütte da oben. Der kommt hier nie runter. Und das meinte ich, wie geil wäre, wenn hier ein Dorf wäre. Zwar habe ich eigentlich hier gemeint, aber... Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Also, cool. Solche Dörfer sind doch immer nice. So, solange ich ja mal weiß, das ist nicht mein kleines Dorf, das ist eigentlich ein relativ großes sogar. ja, da oben. Ja, es ist schon nice. Tja, sehen wir uns mal um, was die so haben. Ihr habt bestimmt auch Zeug, oder? Mehr Brot. Brot für die Welt. Ja, verdammt, da bin ich bald voll. Na okay, ein paar Sachen kann ich wegwerfen, wenn es sein muss. Hey, hallo. Was gab ich dir? Noch mehr Brot. Ein Smaragd. Smaragd ist cool. Warte, ich muss hier Zeug wegwerfen. Ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, vielleicht auch die Steinausrüstung weg. Na, ich habe mal wenigstens ein bisschen Platz. Vielleicht hätte ich nicht die Kohle mitnehmen müssen. War vielleicht nicht das Schlaueste von mir. Aber okay, gut. Hier sind natürlich viele Kisten, ne? Ja, Brot, Äpfel nehme ich mit. Ja, die Eichensetzlinge lasse ich ehrlich gesagt drin. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Schönes Häuschen eigentlich. Ihr habt hier schöne Häuser. Da ist auch noch eins. Jo, eigentlich nicht viel los hier. Hey, Alter. Wie nice. Gibt sogar noch einen schönen Baum, zwei. Hier so einen schönen Marktplatz sozusagen. Ja.
tut, was auch immer ihr hier tut. Ja, hier. Das ging hier alles nicht so ganz. Aber eigentlich ein nices Dorf, also schönen Dorfplatz habt ihr jedenfalls. Ja. Ah, der Farmer hier. Alter. Junge. Okay, das ist eigentlich anscheinend nur der Stall. Hey, ist eigentlich gar nicht so blöd gemacht. Ich habe da natürlich in Riesendimensionen gedacht, wie ich meinen gebaut habe. Ah, verdammt. Warte, geht die Sonne jetzt unter auch noch? Ja. Ich glaube, ich hau hier lieber ab, bevor die eine Zombie-Invasion haben. Muss ich jetzt nicht unbedingt auslösen. Ganz ehrlich. Aber da kann ich mir gleich mal hier so umsehen, ob es hier noch irgendetwas Interessantes so gibt. Also in nächster Nähe nicht jedenfalls. Ja gut. Alter, das sind sogar zwei Häuser auf dem Berg. Wie nice ist das? Da muss ich echt drauf. Ganz ehrlich. Das muss ich mir geben. Eigentlich ziemlich cool, wenn man so denkt. Also da waren drei Dörfer nebeneinander und ich habe nur eins gesehen. Das Dorf möchte ich noch schön erkunden. Und dann ja, sehen wir weiter. Was halt natürlich richtig geil gewesen wäre, wenn das Dorf eine Kirche hätte und die Kirche wäre auf dem Berg. Das wäre ziemlich nice. Aber hier, so ein Berghof sozusagen, ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich meine, es hat jedenfalls von unten ausgesehen, als ob hier Zäune wären. Wäre nice, wenn der so, keine Ahnung, Tiere oben hätte. Also, läuft hier, muss man sagen. Also man muss schon sagen, die Dörfer und so sind eigentlich auch ganz hübsch gemacht. Also ich bin jedenfalls immer froh, wenn ich eins finde. Nicht wegen dem Zeug unbedingt. Obwohl Zeug ist natürlich auch manchmal gut. Darf man gar nicht reden. Aber da gibt's auch so tolles Zeug. Hat halt der Weltgenerator ein paar Probleme hier gehabt, ne? Ja, ja. Hier wieder Lernerei. Nicht so wie das andere Dorf, was genau gleich drei Stück davon hat. Hier hat man sich doch nur ein Stück gegönnt. Tja, wie kommt man hier jetzt am besten rauf, ne? Wie er dann noch versucht hat, einen Weg zu machen. Ja. Ich könnte hier jedenfalls hochschwimmen, ne? Das ist eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit, ne? Hier raufzukommen ohne große Probleme, ne? Okay. Klappt doch ganz gut. Oder auch nicht. Ja, wie komme ich rauf zu den Typen? Oder zu den zwei Typen?
Ja. Ist nicht so einfach hier. Das hat sogar geklappt, oder? Ja, jetzt habe ich nur da das Problem. Runterfahren sollte ich jedenfalls nicht. Das wär nicht gut. Ja, es. Geht hier ab. Alter, ja. Gut. Gut, meine Freunde. Eigentlich ein richtig nices Tal und die müssen hier oben wohnen. Was geht ab mit euch? Alter, nein. Wie komme ich zu dem Wahnsinnigen hier? Hier schwebt sogar noch was. Ja. Das ist alles hier schwieriger als gedacht. Ich meine, wohnt doch noch mal. Und einfach nochmal. Mehr will doch keiner. Die Bäume auch noch so spawnen müssen. Die Bäume müssen auch noch so spawnen. Damit es noch schwieriger wird, dorthin zu kommen. Also, ihr lebt wirklich interessant. Alter, und die leben sogar noch hier oben auch noch. Keine Ahnung, wie ich zu euch hinkomme, ohne dass das irgendwie komisch wird. Warte. Ich glaube, hier wirklich erfinderisch bei euch werden. Ja, jetzt bin ich hier. Gott, ich kann mich ja nicht hier runterwerfen. Das Problem ist, wenn ich hier mal da bin, wo ich dann von dort weg. Tja, und deswegen habe ich die Erde dabei. So gut, ihr zwei. Hallo, erstmal. Ihr habt bestimmt lange keinen mehr hier gesehen. Ihr habt sogar das Zeug. Okay, es hat sich eigentlich nicht. Es war es nicht wert, aber sagen wir mal so. Es sieht lustig aus. Jedenfalls, Alter, hast du. Du lebst echt alleine hier. Bist ein richtiger Einsiedler, Junge. Richtiger Einsiedler eigentlich. Tja, was soll ich denn sagen? Der Einsiedler. Wie geil eigentlich, der Einsiedler. Er lebt mitten im Nirgendwo. Allein.
Oder vielleicht kann man das von hier ziemlich gut capturen, wie er lebt. Nice. Tja, ich würde sagen, das war's für heute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich über alles. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.